In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen, mit welchen Zutaten Sie Ihr Fajita-Gewürz ganz einfach zu Hause herstellen können. Für den pikant aromatisch gewürzten Klassiker der Tex-Mex-Küche braucht man recht viele Zutaten, die je nach persönlichem Geschmack und auch nach Herkunftsregion deutlich variieren können. Ich möchte euch ein Fajita-Gewürz vorstellen, das nicht zu scharf und somit auch für Einsteiger in die Tex-Mex-Küche geeignet ist. Außerdem kann man diese Gewürzmischung nicht nur zum Fajita würzen, sondern auch für zahlreiche andere texisch-mexikanische Gerichte wie die Enchiladas verwenden. Im Folgenden findet ihr die genauen Mengenangaben für das perfekte Fajita-Gewürz. Die Zutaten werden miteinander vermischt und sollten in einer Gewürzmühle zu Pulver verarbeitet oder zumindest grob gemörsert werden. Die hier beschriebene Menge ist zur Vorratshaltung gedacht und sollte in ein luftdicht verschließbares Gefäß oder Einmachglas gefüllt werden. Kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert hält das Fajita-Gewürz locker 4 Monate. Für 500 Gramm Fleisch empfehle ich etwa 3 Esslöffel Fajita-Gewürz, das mit 2 Esslöffeln Olivenöl und etwas Zitronensaft zu einer Marinade verarbeitet werden sollte. Das Fleisch gut mit der Marinade einmassieren und mindestens 4 Stunden lang ziehen lassen. Den ganzen Beitrag finden Sie auf www.kochenmitgenuss.de. Um den Kanal zu abonnieren, klicken Sie hier. Für weitere spannende Videos klicken Sie hier.